zeige ich euch, wie man bei einem Halbkreis den Flächeninhalt und den Umfang berechnet. Folgende Angabe: Ein Halbkreis hat einen Radius von 7,3 cm und gefragt ist einerseits der Flächeninhalt und andererseits der Umfang. Wenn wir uns kurz die Skizze anschauen, dann sehen wir, ein Halbkreis ist hinsichtlich des Flächeninhalts einfach ein halber Kreis. Das heißt, wir werden die gleiche Formel verwenden und dann einfach noch durch 2 dividieren. Beim Umfang müssen wir aufpassen. Zwar haben wir auch hier die Hälfte des Umfangs, zusätzlich müssen wir aber noch die Diagonale d berücksichtigen. Kommen wir nun zur Berechnung des Flächeninhalts. Beim normalen Kreis verwenden wir die Formel r² mal Pi, um den Flächeninhalt zu berechnen. Und da es sich um einen Halbkreis handelt, dividieren wir hier einfach das Ganze noch durch 2. Im nächsten Schritt ersetzen wir r durch 7,3. Der Rest bleibt gleich, also wieder hoch 2 mal Pi und dann geteilt durch 2. Wenn wir das Ganze mit dem Taschenrechner berechnen, erhalten wir auf 2 Stellen gerundetes Ergebnis 83,71 Quadratzentimeter. Wir formulieren zum Abschluss noch einen Antwortsatz. Der Flächeninhalt des Halbkreises beträgt 83,71 Quadratzentimeter. Kommen wir nun zur Berechnung des Umfangs, der sich aus einem Halbkreis, Umfang und aus der Diagonale zusammensetzt. Ich verwende hier eine abgekürzte Formel, eine zusammengefasste Formel. Sie lautet U ist R mal Pi plus 2. Auch hier ersetzen wir in einem zweiten Schritt die Variable R durch die Angabe, also durch 7,3. Der Rest, das ist hier die Klammer, ist wieder gleich. Und auch hier führen wir eine Berechnung mit dem Taschenrechner auf 2 Stellen gerundet durch und erhalten als Ergebnis 37,53 cm. Auch die Berechnung des Umfangs beschließen wir mit einem Antwortsatz. Der Umfang des Halbkreises beträgt 37,53 cm. Das war's schon mit der Berechnung des Flächeninhalts und des Umfangs beim Halbkreis. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Bis bald wieder bei einem neuen Video hier auf diesem Kanal.